Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir gehen... Ach Moment, nee, müssen wir gar nicht. Hier ist doch auch ein Bett. Ja, wir schlafen erstmal, dass wieder Tag wird. Was hast du für ein Problem? Ich darf doch hier schlafen. Siehste, gar kein Thema. Machst du gut, mein Freund. So, und dann wollten wir noch die letzten... Was heißt die letzten? Die anderen Höhlen noch... ja, betreten, erkunden. Und zwar müssen wir dafür den Haupteingang nehmen. Man meint zwar nicht, dass das wirklich ein Haupteingang ist, aber naja. So, bei dem Typ da hinten können wir gerade noch Kugeln kaufen. Denn wir haben nur noch 23. Da können wir uns mal wieder ein paar kaufen. Sind ja eh billig wie Schwein, die Dinger. So, Webster. Zeig mir da. Dann hau mal raus. Kugeln, die können wir gerade alle kaufen. So. Ist ziemlich nice, dass eine Kugel nur 100 Goldstücke kostet. Das ist nicht teuer. Das ist ziemlich billig. Okay, hier oben gehen wir raus. Und dann folgen wir einfach dem Weg nach rechts und dann kommen wir irgendwann zu dem Turm. Und dort ist dann die eine Höhle. Die andere Höhle ist ein bisschen weiter weg. Dann machen wir zuerst die beiden Höhlen und danach gehen wir den Typ befreien. Oder? Ja, ich glaube... Naja, mal gucken. Auf jeden Fall machen wir jetzt zuerst mal die beiden Höhlen. Je nachdem, wie lange das dauert, haben wir in dem Part hier sowieso nichts mehr zu tun. Wer weiß, so zwei Höhlen, die können auch gut und gerne mal 15 Minuten in Anspruch nehmen, wie, je nachdem, wie lang die sind. Groß die sind natürlich, nicht wie lang. So, hier war die erste, hier nach rechts. Hallo, mein Freund von der Inquisition. Haha, verarscht, du bist gar kein Freund. Ja, und hier links müsste dann irgendwo die Höhle sein. Moment mal, können wir mit dem noch irgendwas talken? Chavez. Immer. Nee, gut. Also ich habe das erst jetzt übersprungen, weil es ja eh nur Quatsch gewesen wäre. Okay, dann gehen wir rein. In die Höhle. Hier ist bestimmt wieder ein Jaguar drin. Irgendwie in diesem Gebiet hier wimmelt es ja von Jaguar. Deswegen... gehe ich mal davon aus, dass er wieder einer drin ist. Aber gegen die kommen wir ja an. Also so ein Alligator ist stärker, so ein Ghoul eigentlich auch, finde ich. Ja. Oh. Nichts. Niemand. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Okay, wir haben gerade nichts. Das hier ist doch auch so ein perfektes Versteck für die Gnome. Aber ich habe bisher noch keinen einzigen Gnome gesehen. In Risen 2. Auch komisch. Aber es gibt ja auf jeden Fall welche. Es ist ja auch in der Star Wars Schatz Edition ist ja auch ein Gnom drin. Ein Eisenring. Ja, eigentlich ist der... Ah, ne, ne. Nee. Nicht besser als unserer. Okay, also wenn die... Oh, der Erzaller, schön. Wenn die andere Höhle genauso groß ist wie diese hier, dann brauchen wir nicht den ganzen Part... für die Höhlen. Dann könnten wir aber, ich glaube, wir lassen besser zuerst Hawkins frei. Der ist ja noch gefangen in Puerto Isabella. Ich glaube, ja, ich glaube, das machen wir zuerst. Ich habe irgendwie, ich glaube nicht, dass sich das so großartig auswirkt, wenn ich hier was gegen die Inquisition oder gegen die Eingeborenen mache. Also ich gehe mal davon aus, dass ich danach immer noch ohne Probleme in die einzelnen Lager komme, also entweder ins Lager der Chagrumbi oder nach Puerto Isabella. Aber ich gehe das Risiko mal nicht ein, nicht, dass die Torwache mich nachher nicht mehr reinlässt, weil ich mich mit den Molukken einlasse. Ach, Moment, nee, ist gar keine Höhle mehr. Der Weg, den ich hier sehe, der in den Fels reingeht, der führt ja hoch zum Friedhof. Und zum Friedhof möchte ich nicht. Die machen mich sowieso wieder nass. Okay, also. Zurück nach Puerto Isabella. Lassen wir Hawkins raus aus seinem Käfig. Da bin ich mal gespannt, ob der wirklich abhauen kann. Ob er es wirklich schafft. Das interessiert mich jetzt. Moment, wo war denn der überhaupt nochmal? Ah, dafür müssen wir hoch. Dafür müssen wir hoch. Stimmt.
zack, über das Huhn gesprungen. Zack, über den... Oh, doch nicht über den Stein gesprungen. Egal. Irgendwie... Das Haus sieht so ein bisschen aus wie so ein Kloster, finde ich, oder? Also meiner Meinung nach sieht das aus wie ein Kloster. Naja. So. Dann lassen wir den guten Hawkins mal raus. Heute ist dein Glückstag. Ich schließe deine Zelle auf. Jetzt! Soll ich lieber später nochmal wiederkommen? Nein, nein, ich bin bereit. Sobald die Tür aufgeht, schwing ich mich über die Mauer aufs obere Plateau. Dann geht's runter ins Tal vor dem Nordtor. Da habe ich eine kleine Höhle gesehen, als sie mich in die Stadt geschleift haben. Da werde ich mich verstecken. Damit rechnen sie nie. Los geht's. Oh, das war Glück, dass wir den nicht den Jaguar, dass wir den oh, die meine an, der hat Rotwein in seiner Kajüte. In seiner Kajüte, klar, in seinem Gefängnis drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die was sagen. Der hat aber auch Glück, dass wir den Ghoul erledigt haben, der in dieser Höhle drin haust. Mach hier keinen Ärger. Wir beobachten den. Ihr beobachtet mich nicht. Ich habe gerade den Gefangenen freigelassen. Kein Schwein hat's interessiert. Mal gucken, was Sebastiano sagt, aber der Karl hat eh nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hawkins. Der Mistkerl ist abgehauen. Und das hat er nicht alleine geschafft. Nein, er hatte Hilfe. Na sowas. Keine Sorge, wir werden den Kerl schon finden. Ich habe Alcazar mit der Untersuchung beauftragt. Na, dann ist dieser Fall ja schon so gut wie aufgeklärt. Genau. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, wer bist du? Wer ist das? Wache. Wo hab ich nur... Ach, Mist. Mit dem haben wir schon mal geredet, glaube ich, oder? Dann reden wir mal mit Alcatraz. Ne, wie heißt er? Der war doch gemeint, oder? Ja. Vorsicht, Bursche. Ja. Ich denke, wir nicht mal darüber reden, dass Hawkins weg ist. Okay. Dann gehen wir mal in die Höhle, in der jetzt ist Hawkins. Ja, der hat wirklich Glück. Der wäre jetzt nämlich eigentlich tot. Ich bin mir 100% sicher, dass der Ghoul den fertig gemacht hätte. Denn, ja. Er sagt ja noch, er ist kein Kämpfer und so ein Ghoul, der hat schon faustdick hinter den Ohren. Das hätte er nicht überlebt. Der Gute. Was ist mit dir nochmal? Okay, der will nicht mit mir reden. Habe ich auch nichts dagegen. Nichts dagegen einzuwenden. Okay, hoppala. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Eigentlich Plunder. Achso, Quatsch. Alles. Ach, den Eisenring, genau. Den wir hier gerade gekriegt haben. Können wir verkaufen. Ach, und Rotwein haben wir ja noch, stimmt. Ansonsten aber... Ah doch, Goldbrocken haben wir auch noch neu. Die können wir auch nochmal verkaufen. Hier, hast du noch eine Flasche. Danke. Ach, ich wollte gerade sagen. Wenn ich jetzt kein Geld gekriegt hätte, wäre ziemlich scheiße gewesen. Okay. Okay, also der Eisenring. Der ist 100 Gold wert. Gar nicht mal so schlecht. Und dann noch die 3 Goldbrocken. Oh, es sind sogar 5. Also auch 100 Gold. Ende und dann gehen wir zu Hawkins. Mal gucken, was der jetzt meint. Vielleicht verrät er uns noch ein bisschen mehr. Über Crow und so weiter. Ach, hier steht er schon. Er ist ganz in die Höhle rein, okay. Na, wie geht's? Bis jetzt tut sich nichts. Ich warte noch ab. Willst du einen Grog? Klar doch. Du bist in Ordnung. Ich schulde dir was. Ich schulde dir was. Ja, genau, aber dann tu auch etwas für mich. Nicht nur große Reden schwingen. So, okay, dann gehen wir jetzt mal in Richtung Turm, wo der Typ gefangen ist. Ansonsten haben wir doch jetzt keine Quests mehr, oder? Legendäre Gegenstände. Ja, aber die Kristallfestung, da sind wir nicht. Ach, stimmt. Ja, das Einzige, was man noch an legendären Gegenständen hier bekommen, das ist diese Flasche.
Die kaufe ich auch demnächst noch. Und sonst haben wir auch gar keine Quests mehr. Die kaufe ich demnächst noch. Die kostet 2000 Gold. Wir haben mittlerweile über 8000, fast 9000 sogar. Deswegen ist das kein Problem. So, dann helfen wir jetzt Sancho. Hast du was zu essen? Ich hab Hunger. Oh. Hier, ich geb dir was ab. Danke, Mann. Das ist ein feiner Zug. Ich ernähre mich seit Tagen von Beeren. Ist doch auch was. Warum bist du hier draußen? Alcazar hat mich dazu verdonnert, durchs Gelände zu laufen. Das wäre gut für mich, hat er gesagt. Ein gebratenes Stück Fleisch wäre gut für mich. Warum wurdest du verdonnert? Hey, ich wusste nicht, dass die Nahrungskiste dem Kommandanten gehört. Außerdem habe ich nicht alles gegessen, nur ein paar Würste von den Kleinen. Du hast nicht zufällig was zu essen dabei? Ich brauche auch nicht viel. Ein Stück Käse oder Schinken reicht mir schon. Ich habe dir doch gerade etwas gegeben. Denkst du auch mal an was anderes als an Essen? Was soll ich denn machen? Ich kann nichts dafür. Ich habe halt dauernd Hunger. Zum Glück setzt das bei mir nicht an. Die Uniform passt mir immer noch. Hier, nimm was zu essen. Oha, Essen. Danke. So, dann machen wir einen auf Klickzoom. Wie ist die Lage? Alles ruhig. Keine Molukken und keine Piraten weit und breit. Abgesehen von dir natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen. Okay, also weiter geht's auf zum Turm. Also die Weitsicht ist doch... Naja. Aber gut, ich habe die Grafik ja auch ein bisschen runtergedreht, aber es ruckelt immer noch wie scheiße. Eigentlich könnte ich die Grafik auch wieder auf volle Pulle stellen. Ah, meine Stimme ist einfach nicht fit. Klasse. Morgen mündliche Abiturprüfung und meine Stimme ist verschissen. Super toll. Naja. Okay, wo sind wir? Da hoch, ne? Ne, hier sind wir... Was ist denn jetzt los? Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Vollkommen den Überblick verloren. Achso, es geht noch weiter nach da. Okay. Und dann geht's erst nach rechts hoch. So. 1, 2, 3 Pistolenkugeln haben wir, sehe ich gerade. Jetzt brauche ich nur noch 18 Proviant und dann haben wir auch 1, 2, 3 Proviant. Und noch 100 Krog. Dann haben wir auch 1, 2, 3 Krog. Cool. Naja, interessiert wahrscheinlich kein Schwein außer mich. So, Torres. Ich spiel lieber mal gut Fußball, wie hier rumzustehen. Also hier werden wir nachher kein Problem haben, wenn wir hier runterrennen und Torres zieht mit seiner Muskete auf uns, der trifft eh nicht. Liegt ihm eben im Blut. Okay. Ja, das war jetzt schon ein Erfolg. Also ein Questerfolg, ja, keine Maler, kein Achievement. Schädelblüte. Wieso heißt die eigentlich so? Die sieht überhaupt nicht aus wie ein Schädel. Ah, nice. Pulvermond. So, dann machen wir noch die Kiste hier offen. Was ist das für ein Satz? Na, öffnen wir jetzt mal die Kiste. Nehmen das Zeugs mit. Oh, sie sind jetzt hier mal da oben. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Okay, und auf welchem Schiff finde ich die dann? Diese Kanonenkugel. Ist hier noch irgendetwas? Nein. Okay, ich guck mal gerade in die Quests rein bei legendäre Gegenstände. Bei der größten Expedition der Inquisition finden, okay. Naja, das hier ist wohl nicht die größte Expedition. Naja, werden wir schon irgendwann noch finden. Gut, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das war's erstmal wieder mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.